So, also jetzt sind wir gleich an der Pilgrimgasse und steigen gleich in die U-Bahn ein und fahren mal Richtung Spittelau und ja, dann weiter den 19. und dort treffen wir uns eben mit einer Freundin, mit der wir dann gemeinsam rauffahren zum Lebensbaumkreis. Also ich war selber nur, ich glaube, einmal war ich dort, habe es mal gesehen, schaut sehr cool aus oben und gibt so einen fetten großen Baum und ein chilliger Platz und sehr cool zum Abchillen und Abhängen war. Und bei dem Wetter, jetzt ist es leicht windig etwas, aber bei dem schönen Wetter sollte das echt schön werden oben. Also jetzt machen wir uns auf den Weg. Bis dann. So, gerade in Spittelau angekommen. Rolltreppen fahren wir jetzt rauf. Und jetzt geht's kurz weiter mit der Straßenbahn und dann sind wir auch schon gleich im 19. Und dann geht's dann weiter mit dem Auto. So, wir sind noch nie angekommen beim Lebensbaumkreis am Himmel. Jetzt seht ihr das bekannt. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie das von drinnen ausschaut. Gehen wir mal rein. Etwas windig gerade, aber Wetter ist immer schön. Also für Familien und für Leute, die Kinder haben. Hier haben wir einen Spielplatz für Kinder. Also auch was für die Kinder, nicht nur für die Großen. Schauen wir uns mal den Lebensbaumkreis an. Also, es gibt hier 36 äußere Bäume, die verteilt sind aufs ganze Jahr. Und 4 innere Bäume, hier in der Mitte, welche die 4 Jahreszeiten darstellen. Und die 36 äußeren sollen anscheinend ein ganzes Jahr darstellen. Also sind aufgeteilt in 3 Bäume pro Monat. Für jedes Geburtsdatum gibt es halt einen Baum zugeordnet und sehr witzig und interessant zu lesen, was da über die Charaktereigenschaften drinstehen von jedem. Also wenn man wissen möchte, welche Charaktereigenschaften man besitzt, sehr interessant. Oder für die Familie, Eltern, Geschwister oder für Freunde, wenn man wissen möchte, wie die eigentlich so ticken, falls man es noch nicht weiß. Kann man hier lesen. Interessant, diese Sachen. Wie ihr gesehen habt, stehen noch die Charaktereigenschaften. Und zwar, was haben wir? Entscheidungsfreudig, selbstsicheres Auftreten, optimistisch, leicht ungeduldig, übernimmt oft Führungsaufgaben und vielfältig begabt. Ob bei jedem Baum dasselbe steht? Nein. Ich habe mir schon ein paar angeschaut und na, es stehen verschiedene Sachen. Ein paar sind ähnlich, aber es steht zu jedem Baum, zu jedem Geburtsdatum oder zu jeder Zeitspanne, wo man geboren ist, steht irgendwas anderes. In gewisser Weise leicht ähnlich, aber ja, sehr interessant. Also wer das wissen möchte, seine Charaktereigenschaften, sehr interessant. Also ob das bei mir zutrifft, ja. Kann ich vielleicht schwer beurteilen. Ich sage mal ja. Schon. Okay, Moment. Schaut so aus, als würden die Steine irgendwie so eine Art Platz zum Meditieren sein. Oder zum Yoga machen. Ich werde mich jetzt auch mal auf einen Stein draufsetzen und das mal, solange ich nicht vom Wind weggehe. Ist schon leichtwindig, aber Wetter ist noch immer angenehm.
Erfahrung gemacht. Voll cool. So, jetzt gehen wir langsam wieder. Auf jeden Fall für Leute, die vielleicht mal was anderes machen wollen, vielleicht sogar ein Date mit dem Partner oder mit der Familie einfach auch. Und falls ihr es noch nicht kennt, schaut sie vorbei. Es ist echt cool, echt schön und solange noch das Wetter auch mitspielt, auf jeden Fall zu empfehlen. Ich werde in der Beschreibung die Homepage und die Adresse eingeben und könnt ihr mal reinschauen und wenn es euch gefällt, schaut sie vorbei. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Also, blöd, aber es hat geschlossen. Sind wir gerade drauf gekommen. Heute sehen können Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertags. Also für die Leute, die hierher kommen, wenn ihr was trinken und essen wollt, im Oktogon. Es ist zu, unter der Woche. Also besser herkommen Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertag. Jetzt wisst ihr es auch und ich weiß es auch. So, wir sind eben zum Koblenzl gefahren. Der ist vielleicht 2 Minuten mit dem Auto entfernt, wenn man mit dem Auto vom Lebensbaumkreis wegfahrt. Nach oben steht angestimmt, Richtung Koblenzl, weil eben der Octagon Café oben zu hat und wir wollten was trinken gehen, also haben wir gesagt, schauen wir hier mal vorbei. Und hier hat es offen, der Koblenzl, das Restaurant, das Café hier. Und ich finde ja, dass die Aussicht hier rund auf die Stadt am schönsten ist von das, was ich kenne. Von den Ausblicken. Also Karlberg zum Beispiel ist schon schön, aber ich finde es hier besser. Also, und es ist schon ein bisschen langweilig, wenn man das schon kennt und ich glaube, ziemlich jeder kennt es. Koblenzl ist ein Tipp noch, also für die Leute, die es nicht kennen sollten. Sehr schön. Also war ich auch schon mal essen. Gibt es auch Speisen, warme Speisen. Schnitzel und solche Sachen. Und da kann man ja auch essen. Also in der Nacht zum Beispiel auch sehr empfehlenswert. Aber war ich auch schon mal. Und wirklich schön hier. Also jetzt gehen wir rein und auf ein Getränk. Später. So, jetzt haben wir fertig gegessen beim Restaurant Koblenzl. War lecker. Also essen kann man ja auch gut. Was habe ich gehabt? Ein Champignon-Schnitzel. Wow, schöner Sonnenuntergang. Also, was ich gehabt, Champignon-Schnitzel eben, war lecker, kann ich auch empfehlen, eben das Essen, ist auch sehr gut. Und ja, jetzt wird es auch schon wieder dunkel, die Sonne geht schon unter und ist aber auch schon ein bisschen kühler. Auf jeden Fall, das Wetter ist schon sehr, sehr gefährlich. Tagsüber, solange die Sonne scheint, ist wirklich sehr warm, also vorher jetzt glaube ich knapp 20 Grad gehabt, aber sobald die Sonne unten ist, ist dann schon wirklich cool. Also auf jeden Fall brauche, würde ich sagen, eine Haube. Ja, habe ich im letzten Blog auch schon gesagt. Also dabei mal, ja, am Tag geht es noch ohne eine Jacke, solange die Sonne da ist. Ja, jetzt fahr mal wieder runter von hier. Bis dann. Also das wollte ich euch nur nochmal zeigen. Da unten ist über die Donau, schön. Auf der Seite, da, ist dann der Karlberg schon. Und wollte ich nur nochmal zeigen. Eine schöne Aussicht von hier. Also, wenn ihr noch nicht da wart, auf jeden Fall mal hier raufzuschauen am Koblenzl. Echt schön. Zurück in die Stadt. Kennt ihr das, wenn man Rolltreppen gehen muss und die funktionieren nicht? Das ist doch ja. Es hat gerade noch funktioniert und vor 2 Sekunden, jetzt funktioniert nicht. Wird euch da auch immer schwindelig? Wie wird dem irgendwie schwindelig? Vor allem wenn es runter geht. So, ist windig. Jetzt gehen wir mal nach Hause, einen schönen Tag haben wir gehabt. Schon auch echt etwas kühl geworden. Okay, und sehr windig, wie man sieht. Ja, das war's dann mal von heute. Jetzt steht eigentlich nichts mehr am Programm. Jetzt gehe ich dann heim. Vielleicht noch eine Runde Playstation spielen. Also, wie ich es eh in meinen vorigen Folgen gesagt habe, für die Zocker unter euch, ich werde in der Beschreibung meinen Nickname vom Playstation eingeben. Ich zocke
Black Ops, genau, Call of Duty Black Ops 3. Und ja, wäre cool, wenn ihr spielen wollt. Addet mich, ich schreibe es in die Beschreibung. Würde mich freuen. Und bis zur nächsten Episode. Bis dann, ciao.